Hallo und herzlich willkommen zu einem wundertollen weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute, Leute, jetzt mal ein kurzes FAQ. Denn ich hatte vor kurzem mal gefragt, ob man mir Fragen stellen könnte und ihr habt mir eine Handvoll Fragen gestellt. Fangen wir am besten mit der ersten Frage an. Hast du schon das Buddy Pillow gekauft oder bestellt, besser gesagt? Und um das mal kurz zu erklären, die Frage hat mir der werte Herr Riot Warlord gestellt und die meisten von euch haben es vielleicht gemerkt, vielleicht auch nicht, das ist ein enger Teamkamerad von mir, mit dem ich eigentlich relativ oft Rainbow Six Siege spiele. Und ja, ich weiß nicht, wieso er sich durchgesetzt hat, aber es ist so ein kleiner Insider bei uns, dass ich wohl ein Dokebi Buddy Pillow haben möchte. Und ja, und nein, ich habe ihn nicht bestellt und dementsprechend, ja. Kommt bald mal wieder ein wunderbares Community-Event. Ja, und zwar heute. Heute um 18 Uhr kommt ein wunderbares neues Community-Event. Regeln sind unten in der Videobeschreibung, aber ich werde sie am Ende des Videos nochmal erklären. Mit welchem Hintergrundgedanken hast du deinen Kanal erstellt? Mein Kanal habe ich tatsächlich mit dem Hintergrundgedanken damals erstellt. Ich glaube, das war 2018 im Mai. Habe ich, glaube ich, irgendwie da um den Dreh mein erstes Video oder so hochgeladen. Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe damals, ja, mit dem Hintergrundgedanken gestellt, dass ich mit jemandem in GTA einen Job gespielt habe. Und bei mir hatten die NPCs die ganze Zeit rumgeglitscht, beziehungsweise Rapid Fire Glitch zum Beispiel. Und, ja, ich wollte einfach nur ein Video aufnehmen, dass ich ihm, dem ich ihm beweisen kann, dass die NPCs am Rumglitschen waren. Lustigerweise ist genau das dann nicht passiert während der Aufnahme. Ich glaube, das war dann so der Vorführeffekt. Und dann habe ich ihm trotzdem den Clip geschickt, einfach nur um ihm zu zeigen, dass ich diese Mission auch schaffen kann, wenn die NPCs mal nicht rumglitschen, ne? Auf jeden Fall, der Hintergedanke meines Kanals hat sich etwas verändert. Wir haben jetzt mittlerweile schon über 400 Abonnenten, 410 Abonnenten. Und ja, ich habe meinen Kanal, mittlerweile betreibe ich meinen Kanal immer noch aus Spaß, wer hätte es gedacht. Und es kommen auch keine Videos, wenn ich keinen Bock auf Videos habe oder keine Zeit dafür habe. Aber mein Kanal betreibe ich immer noch mit dem Hintergedanken, ja, es erfreut manche Leute, diese Videos zu sehen, die ich produziere. Und dementsprechend freut es mich dann auch, dass es manche Leute freut, was ich denn hier auf dem Video, ja, erstelle. Und ja, mittlerweile mache ich es halt mit dem Hintergedanken, dass ich meine Community vielleicht aufbauen möchte und eventuell öfters mal Community-Events machen könnte. Mir geht es nicht ums Geld wie manch anderen, denn ich habe schon oft gesagt, also man hat mir angeboten, ja, ich würde ja gerne spenden, könntest du mal eine Spenden-Hotline einrichten oder könntest du Merch machen, den würde ich gerne kaufen, um dich zu unterstützen. Das Ding ist halt, ich möchte das nicht unbedingt. Ich möchte einfach nicht das Gefühl haben, dass irgendwelche Leute, ja, was vermissen könnten oder... Ich würde einfach, das Geld gehört mir ja nicht wirklich, wenn mir jemand was spendet oder so. Bei Merch ist das so eine Grauzone. Und tatsächlich habe ich mal damals aus Langeweile mal so eine Merch-Seite erstellt, aber ich weiß den Link nicht mehr. Wenn ich ihn finde, kann ich ihn in die Videobeschreibung stellen. Aber ich verdiene an den T-Shirts oder was auch immer, das war nichts. ja, haken wir das am besten ab. Ich hoffe, es ist mehr oder weniger rumgekommen. Dein Profilbild ist ja schon ziemlich alt. Wie sieht deine Katze jetzt aus? Das ist da eine Frage auf Instagram gewesen und ich denke, dass sich das auch auf die Katze, auf mein Profilbild auf Instagram bezieht. Mein Instagram-Account ist in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr euch das interessieren sollte. Und auch andere Social Media, keine Ahnung, Twitter und mein Discord-Server, wie auch immer. Und von der Katze auf meinem Instagram-Profilbild habe ich leider kein aktuelles Bild. Die wohnt nicht bei uns und das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war vor einem Jahr. Und die Person, an die wir die Katze gegeben haben, wird die Katze abgeben wahrscheinlich, denn sie hat wohl eine Katzenhaarallergie entwickelt. Dementsprechend werde ich sie vermutlich nicht mehr wiedersehen. Von meinen anderen Katzen kann ich ja mal hier Bilder einblenden, die aktuellsten, die ich gerade habe und ja. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, das direkt damit zusammenhängt, und zwar wie viele Katzen hast du und wie heißen sie? Ja, ich habe zwei Katzen und die eine heißt Mimi und der Kater, der heißt Timmy. Was war dein bisher schlimmstes Erlebnis? Gut, das kann ich ja einmal schildern. Und zwar, damals hatten wir ja einen kleinen Schulausflug gemacht zu einer Messe für Nachhaltigkeit. Das war so eine AG, die wir hatten, so eine Garten-Umwelt-AG. Da ging es halt um Umweltschutz und wir haben unseren Schulgarten betrieben. Und ja, wir sind an dem Tag an eine Messe für Nachhaltigkeit gegangen. Technische Hochschule in Bottrop. Wenn euch das interessiert.
Und ja, der Tag ist komplett in die Hose gegangen. Zum einen hatte ich da das wunderbare Erlebnis, dass, ja, wir haben so Abo-Tickets, meine Schwester und ich, damals gehabt. Und ja, wir haben die immer auf einem Tisch, denn unsere Eltern hatten Angst, dass wir die verlieren könnten oder keine Ahnung oder so. Auf jeden Fall, die haben immer auf dem Tisch gelegen und immer haben wir sie da hingelegt, ja. Und dann habe ich versehentlich mal an diesem Tag das falsche Ticket mitgenommen. Und der Kontrolleur, es war tatsächlich mal ein Kontrolleur auf der Busfahrt dahin. Und ja, der hat dann das Ticket abgezogen und es war ziemlich bedauerlich. Und dann musste ich, weil wir auch noch umsteigen mussten, schwarz fahren. Das war für mich ziemlich, soll ich sagen, es war für mich ein ziemlich ungutes Gefühl. Dann, ja, auf der Universität, bei der Uni, dann wusste ich nicht wirklich, was ich tun sollte auf der Messe. Wir haben dann unseren eigenen Stand gehabt, da habe ich meiste Zeit gechillt. Aber ich habe auch oft alleine rumgehangen und dachte ich mir so, ja, was soll ich hier eigentlich machen? Das war relativ unangenehm und schlimm. So, und dann beim Rückweg war es auch wieder richtig belastend. Und ich wollte nicht nochmal schwarz fahren, dann musste ich meine Mitschüler fragen, ob sie mir Geld leihen könnten. Das Geld habe ich natürlich wieder zurückgegeben, keine Sorge. So, aber dann am Abend musste ich noch meinen Eltern beichten, dass das Schokoticket von meiner Schwester abgezogen worden ist. Also das war, glaube ich, so einer der schlimmsten Tage, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Ja, und jetzt noch zu den Community-Event-Regeln, denn das waren. Oh, wobei, eine Frage habe ich noch. Und zwar die Frage, was hältst du denn zwischen dem Beef zwischen Gefunderlot und Rabix? Und die Frage habe ich sehr, sehr oft bekommen. Wenn ich mein Video hier loopen würde, jede Frage einzeln mal dran nehmen würde, dann würde sich diese Frage mit Sicherheit mindestens eine halbe Stunde hintereinander loopen. In unterschiedlichsten Ausführungen und Prägungen. Aber wie auch immer. Ich möchte dazu nicht viel sagen, außer dass es mich nicht interessiert. Das ist eine Sache zwischen denen. Es ist zwar irgendwie lustig anzusehen und auch Theorien darüber zu spinnen, aber es interessiert mich nicht im geringsten, was da abgeht. Das ist eine Sache zwischen denen. Dementsprechend bitte hört auf, mich darüber zu fragen. Das ist mir relativ egal. Aber jetzt kommen wir mal zu den Community-Event-Regeln. So, und die erste und wichtigste Regel, die wir haben, ist: zieht bitte keine Leute aus Fahrzeugen. Das ist eine relativ wichtige Regel, denn meine Community-Events sind immer getimed. Das ist dasselbe wie beim Thunderlord. Meine Community-Events sind getimed und dementsprechend ist es auch nur dann gebalanced, wenn alle pünktlich in die Fahrzeuge einsteigen. Und eine Zusatzregel. Falls wir eine Map spielen sollten, auf der es einen Gunner-Seat und einen Piloten-Seat gibt, bitte steigt einfach ins Fahrzeug ein, egal ob ihr Gunner oder Pilot werdet. Am Ende, also es passiert ziemlich oft, oder es ist bei den letzten Events tatsächlich relativ oft passiert, dass die Leute einfach, ja, die ganze Zeit ein- und ausgestiegen sind im Fahrzeug, weil sie halt kein Pilot oder kein Gunner sein wollten. Oder im meisten Fall kein Pilot oder Fahrer sein wollten. Und es ist ziemlich unsportliches Verhalten, wie ich finde, denn wenn der Typ, der als erstes da also, ich weiß nicht, wie man das genau bestrafen soll, aber trotzdem, lasst es einfach. Wenn ihr Gunner seid, dann seid Gunner und wenn ihr Pilot seid, dann seid Pilot. Alles andere ist dann halt irgendwie, ja, unfair und nicht gut gebalanced. Eine zweite Regel ist, bitte benutzt keine ja, Outfits mit weggeglitschten Körperteilen, keine Ahnung, weggeglitschter Kopf, weggeglitschter Oberkörper, weggeglitschte Arme oder sowas, weggeglitschte Beine, was es auch alles gibt. Das Einzige, was ich jetzt einem Zuschauer mal geschrieben habe, was in Ordnung ist, wenn man die Jogger hat. Und da sind ja nur die Knöchel weggeglitscht. Aber trotzdem, ansonsten keine, ja, keine weiteren, ja, keine weggeglitschten Körperteile. Eine weitere Regel ist, dass ihr bitte keine God-Mode, Teleport oder Waffenglitches benutzt. Ihr werdet dann sofort aus dem Event gekickt. Und ja, wer hätte es gedacht? Ach, und auch keine Auto-Aim-Glitches. Wir werden in Free-Aim spielen und wir wollen auch Free-Aimen. Bitte benutzt auch nicht den Assisted, das Assisted Free-Aim. Das ist einfach nur lächerlich, okay? Danke. Bitte spammt nicht zu krass mit Explosives auf Infanterie. Das toleriere ich überhaupt nicht, vor allem wenn es mit RPG oder Stinger oder Granatwerfer ist. Die Panzerabwehrwaffen sind gegen Panzer oder Flugzeuge oder sowas gedacht. Aber nicht gegen Infanterie. Bitte benutzt da eure Fäuste, eure Nahkampfwaffen oder eure Pistolen. Apropos Nahkampf. Rusht eure Gegner bitte nicht mit euren Feuerwaffen um. Das ist einfach nur noobig und wird von mir auch, wenn das exzessiv passiert,
mit einem Kick bestraft. Wenn das mal versehentlich passiert, wenn ihr zum Beispiel zu nah beieinander seid, weil ihr zum Beispiel euch erschreckt, weil ihr plötzlich um eine Ecke beieinander steht, das ist verkraftbar, aber bitte rusht einfach nicht auf die Leute. Zerstört nicht die eigenen Fahrzeuge, denn sowas ist einfach nur unnötig. Das verschafft euch nur einen enormen Nachteil. Wenn das, keine Ahnung, auch irgendwie versehentlich passiert und es auch versehentlich aussieht, dann werde ich das durchgehen lassen. Aber wenn es wirklich spielflussschädigende Ausmaße erreicht, zum Beispiel wenn es am Ende in einem Spawn-Trap resultiert, dann werde ich euch sofort kicken und da werde ich dann auch keine Ausnahmen machen. Thermal-Outfits sind in Fahrzeugen verboten. Ich möchte einfach nicht. Ich meine, ich habe zwar in einigen Videos gesagt, dass ich im Free-Mode, im B11 oder Starlink zum Beispiel, ab und zu das Thermal-Outfit benutze, weil es mich einfach abfuckt, dass nie etwas rendert. Im Community-Event ist das strikt untersagt. Bitte unterlasst es einfach, Thermal-Outfits zu benutzen. Wenn ich sehe, dass jemand ein Thermal-Outfit benutzt, werde ich ihn auch ja, aus dem Event kicken, beziehungsweise ich werde ihn ermahnen. Wenn er das Outfit dann nicht wechselt, dann werde ich ihn auf jeden Fall aus dem Event kicken. Kauft euch keine Boni, My Lester oder Meriwether. Das ist einfach nur unfair, wenn man dann einen illegitimen Vorteil hat, wenn man dann das gesamte Gegnerteam sieht oder weil man Munition hat oder weiß ich nicht, einen Heli bei sich fliegen hat. Wenn ihr noch auf kurzfristig bei mir im Event teilnehmen wollt, dann schickt mir der Katziate eine Freundschaftsanfrage. Dann nehme ich euch in die FL auf und ihr könnt dann noch dem Community-Event joinen. Panzerung und Snacks sind erlaubt, genauso wie kugelsichere Helme. Das werd ich euch nicht verboten. Wenn ihr Low-Level seid, dann dürft ihr zwar mitmachen, aber bitte ja, findet euch damit ab, dass die anderen High-Level-Spieler einen Vorteil gegenüber euch gegenüber haben, weil ihr halt weniger Leben habt. So, und dementsprechend war es das dann auch mit diesem Video. Ist tatsächlich länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim Community-Event. Und bis dahin, haut da rein und ciao.